Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei unserem Kaiser Bartholomäus von Italien, mittlerweile 41 und wieder frisch verheiratet mit Kaiserin Aene. Die beiden sind zusammen durchgebrannt. Eine skandalöse Geschichte auf jeden Fall. Auf jeden Fall denke ich, dass ihn so die neu gefundene Liebe, die er hat, doch etwas, ja, mildtätiger stimmt. Und dass er aus diesem Grund jetzt überlegt, dass er vielleicht dem einen oder anderen von seinen Gegnern in der letzten Rebellion auch vielleicht vergeben könnte. Zumindest mal den nicht ganz so wichtigen. Und aus diesem Grund hat er sich vielleicht auch überlegt, um halt zukünftige Rebellionen besser zu vermeiden. Und ich meine, man kann die auch nicht immer ausbezahlen. Bitte vielleicht eher versuchen, sie über ja, Bündnisse bei der Stange zu halten. Und es gibt da zwei hübsche Mädchen, die wir dafür nutzen können. Und wir haben ja noch zwei Söhne. Prinz Giglio und Prinz Obizo. Und ich habe für Prinz Giglio habe ich Erzschwert von Levesu ausgesucht. Sie ist die Schwester des Herzogs von Temesch. Nicht so ein wirklich bedeutender Herzog, aber ich denke, da können wir eine Heirat arrangieren zwischen den beiden. Und ja, das machen wir. Und für unseren anderen Sohn, Ubizo, haben wir auch eine passende Partie, nämlich mit Alic von Aquitanien, die Tochter des Königs von Aquitanien, wie man sich vorstellen kann. Ich denke, na ja gut, hier sagen sie natürlich inzüchtig. Da muss ich jetzt mal gucken. Das ist aber nicht wirklich nah verwandt. Das können wir sein lassen. So. Mehrere Verlobungen haben wir geschafft. Und ich denke, damit können wir den Herzog von Temesch auch hier rausnehmen aus unserer Racheliste. Der wird uns jetzt erstmal nicht mehr gefährlich. Ist vielleicht so ein erstes drauf zugehen auf unsere Feinde, Herzog Nikitas. Ich glaube, der schmort immer noch in unserem Kerker. Ich sehe jetzt aber nicht, dass wir ihn unbedingt freilassen müssen. Wir könnten ihn vielleicht in den Hausarrest verlegen. Mein Ratsmarschall, Königin Jasmin, beäugt Tencendur eingehend und nickt zustimmend. Ihr habt ja ein prächtiges Ross, Kaiser. Wenn ich einmal mit ihm ausreiten dürfte, würdet ihr mir eine große Ehre erweisen. Die Königin von Thessaloniki möchte einmal ausreiten. Naja, meinetwegen. Oberto sollte ermordet werden. Das wissen wir ja bereits. So, jetzt wo es für uns persönlich etwas besser läuft, haben wir vielleicht auch mal wieder Lust, uns hier auf dem Schlachtfeld zu beweisen. Aha. Passenderweise ist gerade der nächste Vorzug frei. Dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt den Aufseher. Schalten das frei. Okay. Und als. Okay. Undisziplinierte Rekruten. Heute beobachte ich Herzog Ivanis dabei, wie er einige seiner neuen Aufgebote ausbildet, aber die Rekruten unter seinem Befehl ähneln mehr einem wilden Mob als einer Armee. Ich schaue weiter zu, als er verzweifelt versucht, die Lage in den Griff zu bekommen, aber er ist eindeutig überfordert. Ich war auch schon in dieser Situation und weiß, wie schwierig es ist, mit unausgebildeten Soldaten zu arbeiten. Wir sind mitfühlend, wir werden ihn aufmuntern. Und unser Sohn lädt uns jetzt noch zu dem Festmahl nach Dithmarschen ein. Okay. Gut, eigentlich wollte ich erzählen, dass wir Krieg führen wollen. Und zwar habe ich mir überlegt, Utrecht hat noch einige Grafschaften, die eigentlich uns gehören sollten.
Mehrere und eine davon würde dann unserem Sohn hier in Holstein tatsächlich zufallen und deswegen habe ich vor, mich gegen Utrecht zu wenden. Jetzt bekommen wir erstmal wieder ein Gedicht von Graf Geier diesmal. Reue und Reue. Das klingt nach einem super Titel. Wenn solch ein schönes Antlitz nun stets verborgen scheint, ob einer Schmähung seiner selbst gar haltlos gereint. Wenn jemand Großes so tief fällt, sind des Schicksals Kapriolen nicht das Groteskeste auf der Welt? Na, also das ist jetzt irgendwie Blödsinn, was er da von sich gibt. Wir haben jetzt etwas Anspannung verloren wegen einem traurigen Gedicht. Ich weiß nicht, so eine Jammergestalt sind wir ja eigentlich nicht, ne? So, hier gibt es nämlich einen jungen Herzog Alderik mit den langen Haaren. Dem würde ich jetzt den Krieg erklären, alle die Jure-Ländereien fordern. Das ist sehr teuer, die alle auf einmal zu fordern. Aber sie einzeln zu machen, da müssen wir immer abwarten. Nur das ist mir jetzt zu dumm. Wir werden jetzt einmal den Krieg erklären. Nehmen das in Kauf, dass wir mehrere Ländereien hier, dass es sehr teuer ist. Aber wir haben ja auch wirklich reichlich Prestige. Das ist in Ordnung. So, den Sammelpunkt lege ich mal hier hin. Zwischen die Gebiete, der hat ja hier sehr verteilt welche. Und wie viel hatte der nochmal? Das war nicht so viel, ne? 12.000, da, das schaffen wir ja fast mit unserem Kriegsvolk hier. Alles Kriegsvolk ausheben. Dauert natürlich einen Augenblick. So, und da sind sie. Einmal mit der Belagerungstruppe und einmal ohne. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt nach Magdeburg. Und die andere Truppe geht nach Brandenburg vielleicht. Ich sehe jetzt ja bisher noch keine Gegner hier. Da sind sie. Okay, er hat irgendwie doch ein paar mehr, als ich dachte. 15.000. Aber 15.000 mittelmäßig ausgebildete Leute, unsere Kaiserin ist schwanger, gegen 12.000 fantastisch ausgebildete. Oh, Herzog Nikitas. Ach, herrje. War doch inzestuös. Also der hat es doch wirklich verdient, bei uns im Kerker zu sein, oder? Aber inwiefern ist das jetzt Inzest bei ihm? Hm. $450 Gold haben wir erhalten. So, Magdeburg ist auch schon gefallen. Gut, wir gehen mit unserer Belagerungstruppe mal weiter Richtung Brandenburg. Die brauchen etwas Unterstützung. Das dauert mir zu lange hier. Ja, 3 Jahre. Eine Nichte ist im Kerker. Also wirklich. So, da kommen sie. Aber wir bleiben jetzt einfach mal ruhig hier stehen. Ah, sie drehen schon wieder ab. Da hat jemand eine Affäre. Und die wollen hier Magdeburg zurückhaben. So. Wir führen die mal zusammen und ich schicke sie mal hier rüber. Nach Magdeburg. Netterweise teilen die sich ja jetzt sogar schon auf. Ich bin mal gespannt. Eigentlich müssten wir sie locker schlagen können. Ja. Deutlich. Sehr deutlich sogar. Die hauen ab.
ihr folgen. Ritter einladen, gute Idee. Was haben wir hier? Fest mal veranstalten? Naja, jetzt im Krieg vielleicht eher nicht, ne? So. Was waren die beiden Schlachten? 94% haben wir. Dann mache ich hier in Havelberg weiter. Hexerei. König Ingvar von Alba. Oh. Es gibt Hinweise darauf, dass er offenbar an geheimen Ritualen teilnimmt. Natürlich. Jemand, der so hinterlistig sich den Thron zurückholt, der kann ja nur eine Hexe sein. Ein Hexer. In dem Fall. Das ist natürlich eine interessante Entwicklung. Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Zählt es als ausreichendes Verbrechen, um jemanden einzukerkern oder so? Hexerei ist verboten. Die sind Verbrecher. Das heißt, vielleicht könnte ich mir meinen Thron auch wieder zurückholen. Und wir haben eine Tochter, Eleonora von Italien. Ein hübsches, kerngesundes, geniales Mädchen. Das finden wir super. Danke, Ine, für dieses Mädchen. Endlich meine Tochter, ne? Wir haben ja sonst nur Jungs. Die ist meine Tochter. Italienischer De Jure-Krieg ist hier abgeschlossen. Wir bekommen unsere Titel, können unsere Leute auflösen. Also die Truppen, nicht die Leute. Ja, und was hat es jetzt gebracht? Also Magdeburg und Stendal sind natürlich direkt in die Hände der jenigen gefallen, denen das gehört, ne, also denen das der Herzogtitel gehört. Und Stade ging an unseren Sohn. Grafschaft erhalten, meinen Anspruch durchgesetzt, plus 50, genau. So ist das. Übrigens, historischer Moment, wir haben nur noch 50 Jahre bis zum Spielende. 1453 endet das Spiel meines Wissens. Also bin ich mir ziemlich sicher, der Fall von Konstantinopel ist ja eines der Enddaten des Mittelalters sozusagen. Wenn man es, also das mit den Zeitaltern, das ist immer ein bisschen schwierig, die einzuteilen, aber man nimmt den Fall von Konstantinopel immer ganz gerne, um das Ende so ein bisschen zu markieren. Das ist eines der Daten, gibt mehrere, aber das ist eins davon. Graf Theodatus von Wieden ist auch eine Hexe. Eieieiei. Ja. Und das ist halt insofern jetzt spannend für uns, dass es nur noch 50 Jahre sind, dass wir natürlich sehr nah jetzt auch am Ende dieses Let's Plays sind. Da wird man schon fast ein bisschen wehmütig. Festmahl in Eichstätt, nein. So. Jetzt haben wir ja diesen König von Alba. Und den haben wir jetzt, da haben wir jetzt ein Hexereigeheimnis rausgefunden. Den muss ich doch jetzt mal glatt gucken. Das wäre sogar ein Geheimnis, für das ich ein sehr gutes Druckmittel erhalten würde. Hier würde sogar ein starkes Druckmittel ergeben. Das sagt mir, dass es wahrscheinlich schlimm genug wäre, um ihn tatsächlich einzukerkern. Massimiliano ist erwachsen geworden, ein wahnsinnig guter Verwalter. Und wird bald auch heiraten. Er ist unersättlich sprunghaft und tapfer. Mhm. Da ist ein Ritter eingetroffen. Oh ja, der ist ganz fähig. 325 kostet es uns. Wahnsinn. Habe ich denn jetzt irgendwie noch einen übersehen? Lass mal schauen. Haben wir sonst noch einen? Hier haben wir einen äußerst geschickten Kämpfer. Den holen wir auch. So. König. Selbsternannter König. Angeblicher. Ich denke, wir werden dieses Geheimnis mal aufdecken. Moment. Ach, wir haben ja auch noch Leute hier drin. Oh. Okay, darum kümmere ich mich jetzt erst.
Er ist jemand, der völlig uninteressant ist für uns. Graf Berengère von Wittenberg. Vinzius Herzog Leo von Lausitz. Ich habe keine Ahnung, was der in meinem Kerker macht. Und hier haben wir noch wieder jemand recht Unwichtigen. Den lassen wir auch frei. Jetzt. Liebeserklärung. Ich flaniere gerade mit einigen Fürsten des Hofes durch den Garten, als mein Gast Hildegarde von de Montesquieu, eine 42-Jährige, also so alt wie wir ungefähr, daherkommt. Ich trete beiseite, um sie vorbeizulassen, doch zu meiner Überraschung versperrt sie mir den Weg und kniet vor mir nieder. Bevor ich dies auch nur ansatzweise verarbeitet habe, fängt Hildegarde an zu singen. Schnell erkenne ich das Lied. Es ist eine berühmte cisalpinische Liebesballade. Ich habe sie schon von mehreren Musikanten gehört, aber noch nie so gut und leidenschaftlich. Die intensive Gefühle des Liedes spiegeln sich im Blick von Hildegarde wider, der auf mir ruht. Sie schaut keinen einzigen Herzschlag lang weg. Nur ich finde, dass sie so schön singen kann, müssen wir irgendwie belohnen. Wir fühlen uns jetzt erstmal geschmeichelt. Ja. So, kann ich nun endlich zu meinem König hier kommen? Ich würde nämlich jetzt. Moment, hier ist das Geheimnis mal aufdecken. Oh, mein Sohn Massimiliano, 16 Jahre alt und schon hat er eine Affäre mit Zahira. Okay, das wird noch verzwickt werden. Okay. So, wir decken das jetzt auf. Und damit. Damit können wir ihn jetzt einkerkern und hinrichten. Oh, das klingt gut. Leute, das will ich machen. Ich werde ihn einkerkern. Und dann hinrichten lassen. Perfekt. So ein bisschen späte Rache muss vielleicht doch sein, ne? So. Er ist hinter Gittern. Er hat keinen Vormund mehr. Mit 14. Oh, das ist schlecht. Prinz Giulio. Ränkespiel. Wen haben wir denn da? Der König von der Walachei könnte eine bessere Meinung von mir haben, aber das ist so ein feiger Typ. Den wollen wir vielleicht nicht unbedingt damit betrauen. Der Herzog von Epirus? Nein, auf keinen Fall. Der Herzog von Kärnten. Sadistisch, geduldig, sprunghaft. Okay. Dem werden wir jetzt noch unser Mündel anbieten. So. Ich vermute, dass hier jemand gestorben ist. Oh ja, mein Ratsprediger ist auch tot. Ich brauche einen neuen. Da könnten wir auch den Herzog von Kärnten direkt nehmen. Achso, der bedenkt schon einen anderen Vorschlag, deswegen. Ich war gerade etwas verwirrt. Oder kann einer von den anderen das ganz gut? Wie gebildet sind die anderen? Also er ist relativ gebildet, aber er ist halt auch wirklich ein hervorragender Ränkespieler. Nein, ich würde sagen, der Herzog von Kärnten, der macht das. Und damit nehmen wir ihn jetzt auch hier raus aus unserer Racheliste. Ach, der ist auch tot, okay. Der Herzog von Emilia ist tot. Der Herzog von Philippopolis. Das ist sehr gut. Es werden immer weniger. So, aber König Ingvar, dieser Satansanbeter, der, den können wir jetzt hinrichten lassen. Wo kann ich ihm auch den Titel aberkennen? Das kann ich tatsächlich, weil ich einen Anspruch darauf habe. Ha, Leute. Ist wieder mein Titel. Und das freut uns extrem, dass er diesen Titel verloren hat. Kann ich ihn jetzt eigentlich immer noch hinrichten? Das kann ich tatsächlich. Genau.
Und weil er bekanntermaßen Verbrecher ist und weil er uns natürlich sehr viel geärgert hat, werden wir jetzt ihn hinrichten, auch wenn wir etwas mitfühlend sind. Aber ja, wir erhalten etwas Schrecken, senkt natürlich Pietät ein, aber das ist einfach nur richtig so. So muss das sein. Wir richten ihn hin. So. Und ich habe jetzt hier oben einige Grafschaften übernommen, wenn ich das richtig sehe. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich gerade bekommen? Domänenbesitz. Zeig mal her. Lindisfarne. Ach so, das ist hier unten und da oben habe ich auch noch was. Das gehört ja zu Northumbria. Kann ich das Herzogtum? Nee, das kann ich nicht übernehmen. Da brauche ich noch ein bisschen mehr. Und das Kleinkönigtum, das gehört ihm. Der ist Waldenser. Das geht ja mal gar nicht. Sag mal. Ach so. Der gehört gar nicht zu unserem Reich. Okay. Dann wäre jetzt meine Idee, dass ich meinen dritten Sohn hier oben belehne. Ich werde ihm Moray geben. Dann würde ich versuchen, hier das Kleinkönigreich Moray, also das Herzogtum, zu erobern, ihn zum Herzog machen und vielleicht machen wir ihn sogar zum König von Schottland. Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Also, erstmal Titel vergeben, Moray. So. Damit ist er jetzt wenigstens schon mal Graf. Dann müssen wir mal schauen, was ist das denn hier eigentlich? Der hat einen Haufen Titel, die aber alle hier drin sind und das gehört doch hier zu einem Herzogtum. Albany. Hat auch ein bisschen was von Moray, okay. Wenn wir ihm jetzt den Titel Albany geben. Weil es wären nicht perfekt die de jure Grenzen, aber er wäre auf jeden Fall ein bisschen glücklicher darüber. So, Titel vergeben. Herzogtum Albany. Dann habe ich offenbar noch eine Grafschaft Innere Hebriden irgendwo. Hier, Islay. Ah ja. Innere Hebriden. Da gibt es ja auch schon ein paar. Wir haben hier ihn, der kann uns nicht leiden. Und den kleinen Sechsjährigen, das ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Gehört alles zur selben Herzogtum. Wir schaffen das Herzogtum mal und werden ihm das geben, dann wird er ein bisschen glücklicher. Hebriden, auch meinetwegen mit der Grafschaft. So, schon haben wir einen glücklichen Vasallen. Und dann haben wir nur noch diese Geschichte hier mit Northumbria. Und das würde ich jetzt dem nächsten Sohn geben. Wen haben wir denn hier? Prinz Julior. Dem würde ich Northumbria geben. So. Irgendein Runenstein wird zerstört, als ob das irgendjemanden hier stören würde. So. Gehört auch tatsächlich noch zu Schottland dazu. Interessant. Aber ich bin dummerweise über meiner Vasallenschwelle wieder drüber. Wie viel denn? Oh, 4. Das ist ordentlich. Ja, das sind natürlich jetzt hier die ganzen Vasallen. Also ich könnte etwas machen, womit ich schon eine ganze Weile liebäugle, nämlich das Königreich Korsika erschaffen. Okay, ich meine natürlich das Königreich Sardinien. Das werden wir erschaffen und geben das an unseren Bruder. Hat dann zwar jetzt den kleineren Teil davon, aber ja gut, das muss er jetzt halt irgendwie zu verteidigen wissen. Vielleicht werde ich ihm auch noch mal ein bisschen Geld geben oder so. Mal sehen. Wo haben wir es denn? Hier.
Sardinien und Korsika. Bekommt noch ein Geschenk hinterher. Okay. Königreich Epirus. Das ist ja unser Gefangener, den werden wir mit Sicherheit das nicht geben. Hier unten lohnt sich das nicht so richtig. Ungarn wäre schon eine Idee. Ist denn irgendeiner von denen eine von unserer Dynastie? Die sind halt alle sehr entfernt verwandt. Also das sehe ich jetzt irgendwie nicht, dass ich das mache. In Bayern sieht es ähnlich aus. Da kommt auch dazu, dass hier Salzburg ist, die sich ja irgendwie über alles ausgebreitet haben. Frontenhausen könnte ich eigentlich an den Herzog von Bayern übergeben. Vasall verleihen. Ihn hier. So. Ja, wieder ein paar Vasallen weniger. Na ja, gut, es ist einer weniger. Ach, die Lausitz hatte sich hier so verteilt, deswegen habe ich das nicht vergeben. Ja, ich glaube, da muss ich mir noch mal ein bisschen Gedanken machen, wie ich hier mein Vasallenlimit einhalten kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.